Die schaut aber da hinten was weg. Das ist nur ganz zart, was du könntest. Man merkt also, die Bedingungen sind eigentlich immer die gleichen. Auch wenn die Stelle ist das Gleiche. Die Stelle ist die gleiche. Man sieht nur den Abdruck von einem etwas kleineren Format. Genau. Und ich erinnere mich an frühere Arbeitshöhen. Ich habe ja schon zweimal gemalt in diesen 25 Jahren. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, dieser Verschmutzungszustand. Das wird immer, praktisch immer gearbeitet. Die Wand arbeitet selber. Und eben anfangs war die Höhe da oben. Jetzt bin ich ein bisschen gerne manchmal in diesem Jahr. Und das Jugendliche, oder ich habe es früher gern noch höher gehabt, gestreckter, und jetzt mal ist es niedriger. Aber sonst ist es da diese Bahn in einem eigentlich quadratischen Raum fast, bildet sich da so eine Längsachse, auf der bewege ich mich. Ja, natürlich eben nur. Aber es ist eben alles relativ. Ich meine, das ganze Blatt kriegt diesen Gelbton ab und die Farbe kriegt den Gelbton ab. Alle Farben. Dann stimmen sie zueinander am Schluss doch wieder, wenn man bei Kunstlicht arbeitet. Es gibt schon natürlich bei Tageslichtverstärkungen. Oder ja, eben das gelbe Licht verstärkt sich ja das Rot. Und am nächsten Tag schaut das gar nicht anders aus.